Ich war vergangenes Wochenende auf dem Immo-Kongress von Maximilian Wolf, einer Kongressveranstaltung rund um die Immobilienbranche, und habe sehr, sehr häufig hören dürfen, dass die Immobilienbranche ja vor sehr, sehr wilden Zeiten steht. Es wird sehr stürmisch in dem Bereich, und heute möchte ich darüber sprechen, wie die Kurzzeitvermietung vielleicht in diesen Zeiten ein geniales Werkzeug für Immobilieninvestoren und Bestandshalter sein kann. Willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Serviced-Apartments, Ferienwohnungen, Airbnbs und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik von B&B Pro Hosting, selber Gastgeber mit knapp 50 Inseraten in 4 Ländern derweil. Und bei B&B Pro Hosting helfe ich angehenden Gastgebern, in das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung zu starten, erfahrenen Gastgebern dabei, das Ganze vernünftig und professionell zu betreiben. Und dieses Video heute ist gedacht für all die Immobilieninvestoren unter euch, diejenigen, die sich mit Buy and Hold befassen, Fix and Flip und in diesem Bereich aktiv sind. Denn ich war am vergangenen Wochenende bei Maximilian Wolf, der hatte eingeladen zum Immo-Kongress 2022. Hier in Gersthofen bei Augsburg war eine sehr, sehr runde Veranstaltung mit ganz, ganz vielen tollen Speakern, richtig coolen Impulsen. Also Max, wenn du das Ganze hier siehst, nochmal Komplimente an dich. Sehr schön organisiert, war eine tolle Veranstaltung. Knapp 700 Gäste, die da waren. Ja, wirklich sehenswert, wenn ihr nächstes Jahr wieder oder zu so einem Kongress wollt. Ich kann euch das nur ans Herz legen, wenn der sich nächstes Jahr wieder wiederholt, da einmal hinzugehen. Aber die Immobilienbranche steht vor sehr, sehr stürmischen Zeiten, und mehrere Speaker haben darüber auch auf der Veranstaltung gesprochen, dass sich im Markt bei Immobilien gerade durch die aktuelle Situation außenrum eine ganze Menge tut. Zinssätze sind gestiegen, Eigenkapitalquote ist gestiegen, die Preise sind trotzdem hoch. Und einer der Speaker sagte, das hat es bisher noch nicht gegeben, dass die Zinsen hoch sind, aber gleichzeitig auch die Preise für Immobilien nach wie vor sehr hoch sind, und das funktioniert normalerweise nicht, und an einer Stelle wird es knallen. Wann das soweit ist, wie es in dem Markt weitergeht, das weiß aktuell keiner, da kann niemand eine seriöse Aussage wirklich dazu treffen, aber Fakt ist, es wird stürmisch und die goldenen Zeiten im Bereich der Immobilien sind für den Moment erstmal vorbei. Jetzt kann man aber trotzdem Geld mit Immobilien verdienen. Ja, das kann trotzdem noch sehr, sehr gut funktionieren. Und eines der Konzepte, eines der Werkzeuge dafür kann das Thema Kurzzeitvermietung sein. Ja, also Kurzzeitvermietung im Prinzip von einer Nacht bis 6 Monate mit einer Bepreisung in der Regel der Unterkunft pro Nacht. Und warum kann das spannend sein? Naja, ganz einfach, weil deutlich höhere Umsätze, Mieterträge bei der Kurzzeitvermietung rauskommen können als in der klassischen Langzeitvermietung. Und in den vergangenen Jahren haben viele mit 110-120% finanziert. Ganz häufig war irgendwo das Geschäft oder das Modell dahinter: Mensch, ich setze eine Miete an, die Miete reicht so, dass gerade mal die Annuität, Zins und Tilgung letztlich getragen wird von meinem Mieter, und vielleicht bleiben irgendwie 50, 100, 200 Euro Cashflow am Ende des Monats übrig. So, das ist, hat funktioniert, hat für viele auch gut funktioniert, aber jetzt wird es eng, denn wenn die ersten Finanzierungen in diesem Bereich auslaufen und dann Folgefinanzierungen mit höheren Zinssätzen entsprechend anstehen, dann reicht das vielleicht einfach nicht mehr. Und wenn ich in schlechten Lagen unterwegs bin, kann ich gegebenenfalls die Miete auch gar nicht so anpassen. Und dann kommt das ganze Thema Nebenkosten, CO2-Preis bzw. Teilung der CO2-Kosten auch noch einfach dazu. Und dann wird das auf einmal sehr, sehr eng. Dann habe ich keinen positiven Cashflow mehr mit meiner Immobilie, sondern vielleicht sogar einen negativen Cashflow. Und da musst du dir was überlegen, wenn du in der Situation bist. So, wenn wir jetzt im Bereich der Kurzzeitvermietung schauen, dann ist das Ganze natürlich sehr, sehr spannend, weil man einfach deutlich höhere Erträge erzielen kann. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Wir betreiben unter anderem Studio-Apartments, 30 Quadratmeter, ja, gar nicht so riesig, jetzt auch nicht super speziell ausgestattet, aber solche Apartments bei uns
wie wir das vernünftig betreiben, machen monatlich sehr, sehr häufig 2.500 bis 3.000 Euro Umsatz. So, und das ist ganz was anderes als vielleicht die 800 Euro, die man da normalerweise mit rausholen könnte. Und man hat einen deutlich besseren Hebel. Das ist hochspannend für Bestandshalter, vielleicht mal drüber nachzudenken, in diesen Bereich zu gehen und vielleicht mal nicht auf der Einkaufsseite zu optimieren, nicht nach die ganze Zeit, ich sag mal, wirklich mit Druck nach günstigen Immobilien zu suchen. Ja, Hauptsache, dass die Kalkulation am Ende irgendwo ausgeht mit irgendeiner Wohnung, die eigentlich gar nicht so toll aussieht, sondern das ist einfach ein Konzept, mit dem man mal auf der anderen Seite, nämlich auf der Ertragsseite, das ganze Thema Immobilie optimieren kann. So, und wir haben sehr, sehr viele Bestandshalter, sehr, sehr viele Investoren bei uns im Training und die sind sehr, sehr glücklich darüber, ja, weil ganz häufig hat man im Kopf, der Aufwand für die Kurzzeitvermietung ist ja viel zu viel und die ganzen rechtlichen Hürden und ist überhaupt nicht erlaubt und das ist alles Quatsch. Wenn man das vernünftig angeht, dann kann man das sowohl legal vernünftig aufsetzen, ja, und da gehört das Baurecht und eine Nutzungsänderung beispielsweise dazu und der Aufwand, der hält sich schwer in Grenzen, denn du kannst dir selber überlegen, wenn du jetzt einen Gast hast, der kommt zu dir, der bleibt eine Woche bei dir, da musst du natürlich ein paar Sachen regeln, ja, wie kommt der rein, Schlüsselübergabe und wie wird die Wohnung am Ende sauber gemacht und wie kommunizieren wir mit dem. Aber das sind alles Themen, die man sehr, sehr gut automatisieren kann und sobald der Gast einmal in der Wohnung ist und da passt alles, naja, was soll er dann die nächsten 6 Tage noch, was soll da noch für einen Aufwand rauskommen? Also es ist ein Irrglaube, dass Kurzzeitvermietung sehr, sehr aufwendig ist. Wenn man das vernünftig mit Prozessen regelt, Verwaltungssysteme nutzt, dann ist der Aufwand schwer im Rahmen und mitunter sogar niedriger, als man es jetzt mit einem normalen Mieter hätte, der vielleicht irgendwie jede Woche anruft, weil irgendwas kaputt ist oder mal die Glühbirne getauscht werden muss. So, und das Ding dabei ist, dass dieses Geschäft einfach sehr, sehr Cashflow-intensiv ist. Ich meine, dieses Video nehme ich gerade Ende Juni 2022 auf. Wir haben jetzt knapp 50 Wohnungen und mit meinem Portfolio, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber um und bei müssten wir diesen Monat einen Umsatz von 130.000 bis 150.000 Euro mit unseren Apartments machen, knapp 50 Stück. Und da möchte ich jemanden sehen, der 50 Einheiten hat und das an Mieteinnahmen generiert. So, und jetzt kommt das Beste. In der Krise ist Cash King, Punkt. So, und wenn jetzt die Immobilienpreise fallen sollten, dann hat man hier ein Geschäft, das sehr, sehr hohe Cashflows produziert und wo man einfach einkaufen kann. Denn Vermögen verschiebt sich immer und in der Krise werden immer auch Gewinner gemacht. Das heißt, dieses Geschäft kann dir dabei helfen, wirklich zu profitieren, wenn die Immobilienpreise fallen, dass du dich eindecken kannst mit neuen Objekten. Denn Cash ist King. So, und abschließend noch ein Punkt dazu. Jetzt spreche ich die ganze Zeit von 50 Einheiten, knapp 50 Wohnungen, die wir hier betreiben bei Bright, meiner Firma in diesem Bereich. Das Ding dahinter ist, ich besitze selber nicht mal Immobilien. Denn wir mieten Immobilien, wir mieten Wohnungen bzw. Gewerbeimmobilien genau für den Zweck an und mir gehört keine einzige von diesen 50 Immobilien. Trotzdem mache ich diese Umsätze. Und nach Abzug meiner Kosten, nach Abzug der Mietzahlung, habe ich in der Regel eine Marge von irgendwas zwischen 40% und 50%. So, und damit habe ich mit meinen Immobilien deutlich höheren Cashflow, einen deutlich höheren Überschuss als die Eigentümer selber. Und das ist verrückt. Das ist wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt, ein verrücktes Ding, ein verrücktes Modell. Das nennt sich Arbitrage, das ist das, was ich mache. Und das skaliert einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Sonst hätte ich nicht innerhalb von 3 Jahren aus initial mal 10.000 Euro das an diesem Punkt führen können. Und da kommen Sachen raus, die glaubt mir in der Regel keiner. Wir haben beispielsweise ein Gebäude mit 5 Wohnungen hier in Augsburg. Und da machen wir teilweise im Sommer in 3-4 Monaten sowieso mehr als der Eigentümer das ganze Jahr an Überschuss damit generiert, aber sogar noch deutlich mehr, als er überhaupt für das ganze Jahr für dieses Objekt tilgt. So, und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das Thema Kurzzeitvermietung für dich spannend ist und du sagst, hey, irgendwie das klingt interessant, aber ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, aber vielleicht ist das was für mich. Vielleicht ist das was für meinen Bestand oder für neue Objekte, die ich meinem Bestand hinzufügen möchte. Vielleicht denkst du, ist super aufwendig, dann lass uns bitte sprechen, denn es wird sehr, sehr wild und ich möchte dir dieses Werkzeug gerne mit
an die Seite geben. Ja? Einfach ein zusätzliches Konzept, das du nutzen kannst, dass du in den Krisenzeiten gut durchkommst und vielleicht dein Immobiliengeschäft auf das nächste Level heben kannst. Wenn du Interesse hast, lass uns ja gerne sprechen im Rahmen unseres kostenlosen Erstgespräches. Dazu kannst du dir hier bei uns auf bnbprohosting.com ein Gespräch buchen. Da machen wir uns mal einen Überblick über deine aktuelle Situation und steigen wir auch entsprechend in die Beratung ein. Und das ist nicht nur eben für Menschen da, die sich mit Arbitrage, also mit der Anmietung ein Geschäft aufbauen wollen, sondern wir haben mehr und mehr Immobilieninvestoren, Buy-and-Hold, Strategieverfolger, Fix-and-Flipper bei uns in der Community, die dieses Modell für sich adaptieren und damit sehr, sehr erfolgreich sind. Also, ich lade dich herzlich gerne ein, bnbprohosting.com. Lass uns darüber sprechen. Ich würde mich freuen, dir da was mit auf den Weg zu geben. Und wenn dir das Video gefallen hat, beziehungsweise der Podcast, vergiss natürlich nicht, den Daumen nach oben auf YouTube zu geben, den Podcast zu abonnieren, überhaupt unseren Kanal zu abonnieren und schreib gerne mal in die Kommentare, wenn du schon aktiv bist als Immobilienbesitzer, wie deine Erfahrungen mit dem Thema Kurzzeitvermietung sind. Und ich freue mich, wenn wir bald darüber sprechen. Bis dahin, cheers, bye bye.